So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicker, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes. Jetzt sprechen wir das Intro zum 100.000. Mal ein, weil wir die ganze Zeit hier sitzen und Takis testen. Wir sind angekommen bei Takis Dragon Sweet Chili. Was haben wir beim letzten Mal gehabt? Beim letzten Mal gab es Takis Fuego. Die waren feuerrot. Das waren die schärfsten, die wir bisher hatten. Aber mit einem unglaublich penetranten Limette-Geschmack, der für mich absolut gar nichts ist. Da bringt mir die Schärfe nichts, wenn es einfach alles nur nach Limette schmeckt. Bei den Samyang Habanero Lime finde ich das noch gut. Da mag ich das, die scharfen Nudeln mit dem leichten Limettengeschmack, die Schärfe durch, das ist sehr ausgewogen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Bei den Takis mag ich das absolut gar nicht. Ich weiß nicht warum. Aber es sind Limetten abgebildet und die meisten werden wahrscheinlich mit Limette sein. Heute haben wir diese neue Sorte, Takis Dragon Sweet Chili. Und die habe ich im Schaufenster gesehen in Erfurt nach dem Weihnachtsmarkt bei so einem komischen Laden, wo wieder nicht dabei stand, wie viel die Takis überhaupt kosten. Das heißt, man hat bestimmt so 5 bis 8 Euro für so eine Tüte bezahlt. Da ist ein Drache drauf, da steht neu da oben irgendwo, da neu mit einem Drachen, Takis. Ja. Kommen wir mal hier rein. Erst in die Tüte, dann das Thumbnail. Dann müssen wir erstmal kurz trinken und neutralisieren. Die sehen schön hell orange aus. Und das ist cool, ist ja auch Sweet Chili, ne? Sweet Chili, hell orange. Das kann was werden. Müssen die jetzt wieder hier so irgendwie zeigen. Sweet Chili. Hellorange, jetzt kurz mal trinken, zum Neutralisieren, dass wir da an die Sache rangehen können und genau wissen, wie die schmecken. So, die sehen sehr lieblich aus. Wenn ich mir das angucke, sehr lieblich, sehr gemütlich. Sieht aus wie ein Shiny Lamus in der Gala-Edition irgendwie. Das passt, das hat auch so eine schöne Farbe. Schmeckt das auch? Hoffentlich nicht nach Leim. Ich sehe auf der Verpackung keinen Leim. Während die anderen alle bei mild waren am Thermometer, ist das jetzt schon bei Hot gelandet. Also die müssten schärfer sein als Guacamole und Crunchy Fajita. Aber ist wie Chili. Kann das dann scharf sein? Und ob sie schärfer sind als die Fuego? Das erinnert mich gerade mal so sehr an eine Ente süß sauer. Na, scharf gar nichts. Vielleicht liegt das dran, weil wir vorher die Fuego hatten und dass wir jetzt die Schärfe nicht mehr merken, weil die Fuego wahrscheinlich schärfer sind. Aber ich muss sagen, die schmecken richtig genial. Ja. Ich würde sagen, unter allen Sorten, die wir bisher getestet haben, sind die schmecken die am besten. Da würde ich sogar sagen, die würde ich nochmal kaufen, auch wenn die vielleicht teuer sind, weil die halt einfach einen guten Geschmack haben. Jetzt im Nachhinein, wenn du es runtergeschluckt hast, ja, merkst du doch, da baut sich ein bisschen auf. Die haben halt so Schärfe, aber die sind so angenehm zu essen im ersten Moment. Wie? Mit so einem leckeren Geschmack, so einer schönen Farbe. Das sind meine Favoriten bis jetzt. Wirken nicht so scharf wie Guacamole oder Crunchy Fajita, sind nicht so scharf wie Fuego. Ja. Aber sie sind trotzdem irgendwo scharf und sie schmecken einfach verdammt gut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die Sweet Chili, Dragon Sweet Chili Takis zu testen mit dem Drachen drauf, der unglaublich genial aussieht, macht das. Das sind bisher unsere Lieblingstakis. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Beim nächsten Mal haben wir die Takis Nitro. Wie die schmecken, ja, das sehen wir dann halt beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und fährt's euch. Und 40. Verzieh. Okay.